Hallo und herzlich willkommen zurück bei Starfield. Ja, anderer Spielstand lädt nicht, den ich kurz vorher gespeichert habe. Da steigt das Spiel einfach aus, deswegen fehlen uns jetzt 3 Minuten oder so vom Spiel, nur um das zu zeigen. Der lädt nicht und der lädt nicht, die letzten beiden hier, ne? Und das war um 1:42 Uhr, bibapo. Und jetzt habe ich letzten Endes, ne, warte mal, den habe ich geladen. Die beiden hier laden nicht, genau, die beiden laden nicht, jetzt fehlen hier 5 Minuten oder so. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube, das kann man machen. Ich weiß nicht mehr genau, was ich in den 5 Minuten gemacht habe, ja. Inzwischen ist auch wieder 2 Tage später, weil, man hätte Dinge zu tun. Ach ja, ich darf nicht vergessen, ich habe den Boost, ne? Das darf ich ja nicht vergessen. So, und ich schaue gleich mal, wohin uns das Leben so führt. Ich glaube, hier waren wir, ne? Wer? Manche tun so, als hätte er das ganze Freestar Collective. Der Turm ist nicht gerade das Mast, aber für einen Regierungssitz trotzdem recht imposant. Cheyenne hat er sicher gefunden und sein Lager in der Nähe aufgeschlagen. Aquila City war sein Baby. Ich glaub's trotzdem nicht. Ohne einen Kampf würden die United Colonies niemals ein paar Siedlern so ein System überlassen. Es war eine andere Zeit. Alles war neu. Alle flohen so schnell wie möglich von der Erde. Heute würden ihm die UC einen Strich durch die Rechnung machen. Und diese Sachen hat er niemals an. In Aquila City leben immer noch einige Codes. Ja, ja, ja. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Wir kennen nur die Story von Seite der UC und da bin ich immer noch ein bisschen skeptisch. Ich muss mal kurz gucken, was das hier ist. Okay, alles klar. Okay, nur so. Ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch. So, auch wenn sie sich natürlich selber als die gloriosen Helden darstellen, aber... So, die Pflicht ruft, sprich mit Emma Wilcox. Ja, guck mal. Wir gucken mal, was für eine Pflicht da wirklich ruft. Wir schauen mal ganz kurz. Der Turm. Obwohl sie seit 200 Jahren frei sind, hat das Collective nichts Besseres zustande gebracht? Aber vielleicht wollen die das so. Aber es würde mich nicht davon abhalten, wieder da rauszugehen. Du brauchst noch etwas Zeit, Helga. Dann sagst du dem Marshall vermutlich nicht, dass ich zurück in den Dienst kann? Noch nicht. Es kann immer noch Rückschläge geben. Und falls das passiert, muss ich da sein. Na gut, aber du solltest wissen, dass ich hier bald die Wände hochgehe. Hab einfach Geduld. Bald bist du soweit. Hey, hallo. Hallo. Hast du die Ash da vor den Mauern gesehen? Die was? Die halten mich im Geschäft, wenn du verstehst. Ich verstehe kein Wort. Die was? Manchmal denke ich, wenn ich aufhören würde, Leute zusammenzuflicken, wäre das hier nach einer Woche eine Geisterstadt. Ja, das kann sein, das kann sein. Wie ist denn die Arbeit als Ärztin hier so? Insgesamt gar nicht so übel. Die Leute halten mich auf Trab. Hauptsächlich kleinere Wunden, Blutergüsse, gelegentlich ein Bruch. Naja, das geht ja. Richtige Arbeit habe ich nur, wenn ein Ash da jemanden angreift. Das ist dann übel. Was ist denn ein Ash da? Okay. Ich brauche Hilfe, ich brauche gar nichts. Ciao. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns wiedersehen. Na, wir schauen mal. Auf Englisch heißt das hier The Rock. Auf Deutsch heißt es Der Turm. Das ist ein bisschen schade. Nimmt so ein bisschen Dramatik raus. Der Turm. Hallo. Der Fels wäre gut gewesen, ne? So, Solar Frontiers. Klauen kann ich ja eh nichts. Ich gucke mich nur ein bisschen um. Ich nehme an, das hier ist ein Ashter. Würde ich vermuten. Ja, wir werden den noch sehen. So. Oh, was ist denn hier los? Ausrauben? Sieht so aus. Das ist sogar für die Shaw-Bande ziemlich verrückt. Nun, diese Jungs sind ja auch nicht für ihren gesunden Menschenverstand bekannt. Kannst du laut sagen. Wir könnten uns um die Shaw-Bande kümmern. Ich hoffe, ich nehme den Mund nicht zu voll, ne? Mach bloß keinen Ärger, klar? Brauchst du was? Ich schaue mich nur um. Schuften, dann feiern. Das sollte das Freestar-Motto sein. Ich dachte umgekehrt. Das ist die beste und sicherste Bar in der Stadt. Was darf sein? Ich hätte gern Piroggen. Ich will auch Piroggen. Ja, das ist aber ein schöner Laden hier.
Oh, ich arbeite hier nur. Mehr nicht. Ach so. Streng genommen gehört er, glaube ich, der Stadt. Aber in der Praxis im Prinzip eher den Freestar Rangern. Aber ja, ich arbeite gerne hier. Das Geld ist okay und es ist der sicherste Job, den ich je hatte. Obwohl Leute zum Saufen herkommen, okay. Könnte ich hier ein Zimmer mieten? Ich weiß, es sieht riesig aus, aber wir haben keine Zimmer zu vermieten. Ah, schade. Die oberen Stockwerke des Turms sind alle von den Freestar Rangern belegt. Verdammt. Versuch es am besten mal im Stone Root Inn. Das ist in Midtown. Na, wir schauen mal. Alles klar, danke dir. Schade, dass du gehst. Komm bald wieder, ja? Na, ich bleib noch ein... Oh, hallo. Ich bleib noch ein bisschen, aber ich schau mich erstmal um. Ach, du bist das. Hi. Hey, Helga. Schön, dich zu sehen. Sagte sie und sah mich nicht mal an. Ich habe gehört, wie du dich mit der Ärztin unterhalten hast. Was ist passiert? Hatte Ärger mit einem Schiff der Shaw-Bande im Orbit von Kodos. Was? Musste nach Aquila City humpeln, aber mein Schiff hat's überlebt. War schon eine ziemlich harte Landung. Hatte gebrochene Rippen und ein Schädeltrauma. Und eine der Rippen hat eine Lunge durchbohrt. Hatte länger einen Atemschlauch drin, aber jetzt nicht mehr. Scheint ganz gut zu verheilen. Schaffst du das auch? Boah, diese Parallelgespräche, ne? Ich flippe aus. Ich versuche mich dann immer auf beide gleichzeitig zu konzentrieren, weil ich Angst habe, was für... Da habe ich wirklich FOMO. Und was ist aus dem anderen Schiff geworden? Nun, ich habe es brennend in den Himmel von Kodos stürzen sehen. Verstehe. Okay. Aber du kannst von Glück reden, dass du noch lebst, oder? Glück ist nur die eine Seite der Medaille. Ah. Ich glaube, dass auch eine gute Portion Können mit im Spiel war. Na gut, okay. Und was machst du jetzt hier so? Im Moment nicht sonderlich viel. Laut Doc brauche ich Ruhe. In der Zwischenzeit lese ich Meldungen, Berichte und Ähnliches, um mich nützlich zu machen. Wenn ich dann für den Dienst freigegeben werde, weiß ich, was Sache ist. Finde ich gut. Gute Einstellung. Helga, wir sehen uns. Es kommen viele Promis nach Aquila. Man weiß nie, wen man in der Kneipe so alles trifft. Willkommen im Turm. Diego zum Beispiel. Hey, Diego. Diego Monroe. Zu Diensten. Theoretisch zumindest. Ja? Wieso? Was ist denn eine Aufgabe bei den Rangern? Wenn du gerne hören willst, wie ich mich selber lobe, kein Problem. Das wäre super. Ich bin Senior Ranger und koordiniere für unsere Organisation alle möglichen Klein- und Großigkeiten. Hast du mal die Auftragsbörse gesehen? Nee. Die ist mein Baby. Nice. Die ist aber nur für Ranger. Nicht so nice. Schade. Und wie bist du bei den Rangern gelandet? Auf die harte Tour. Oh. Die richtig harte. Oha. Ich hatte eine bunte Vergangenheit. Die Ranger haben mich geschnappt und mir einen Deal angeboten. Eine mildere Strafe, wenn ich helfe, meine Kollegen zu erledigen. Ich habe angenommen. War etwas haarig, aber es wurden viele schlimme Finger eliminiert. War sicher hart, deine Freundin zu verraten. Das waren keine Freunde. Aber gut. Ich hatte quasi keine Wahl, als für sie zu arbeiten. Dann ist ja gut, okay. Aber sie saßen hinter Gittern. Und ich auch. Aber ich habe meine Strafe abgesessen und tief in meine dunkle Seele geblickt. Und mir wurde klar, ich hatte mich nur bei der Zusammenarbeit mit den Rangern richtig gut gefühlt. Nachdem ich also wegen allerbester Führung raus durfte, habe ich die Ranger genervt, bis sie mir eine Chance gaben. Und seitdem bin ich dabei. Und offenbar ganz gut. Hab mich gefreut, dich kennenzulernen. Adios. Alyssa Demi. Okay, sie ist wahrscheinlich Promi. Der Bürgermeister ist schon okay. Aha. Aber er hat oft eine rosa-rote Brille auf. Krass. Was kann ich für dich tun? Emma, ich habe Fragen. Darf ich mich kurz dazusetzen? Okay, ja. Ich darf mich dazusetzen, aber wenn ich mich setze, kann ich nicht... Doch, kann ich? Doch, kann ich. Okay. Emma, ich habe eine Frage. Wolltest du zu mir? Ja. Folgendes. Der Marshall hat mich geschickt. Tja. Wenn der Marshall dich geschickt hat, dann will er dich rekrutieren. Ich erkläre dir kurz, wer wir sind und was wir machen, damit du weißt, worauf du dich einlässt. Ja. Die Freestar Ranger sorgen für die Sicherheit des Freestar Collective und seiner Bürger. Wir jagen beispielsweise Flüchtige, zerschlagen Schmugglerringe, untersuchen Schiffsdiebstähle, bringen möchtegern Bankräuber hinter Gitter. Wir tun alles, was nötig ist, um die Leute zu beschützen. Verstehe.
Das ist ja bewundernswert. Aber die meisten Planeten haben doch ihre eigene Security, oder? Klar, aber wir Ranger arbeiten im gesamten Raum des Freestar Collective. Hm. Okay, das ist bewundernswert. Wie alle wirklich wichtigen Dinge ist es nicht immer einfach. Glaube ich, ja. Aber wir machen das Freestar Collective ein kleines bisschen sicherer für alle. Daran glaube ich fest. Hm. Du hast sicher viele Fragen. Ich beantworte sie gerne. Okay, wo fange ich denn am besten an? Welche Befugnisse hätte ich denn als Freestar Ranger? Naja, theoretisch kann ein Freestar Ranger im Freestar Collective überall hingehen. Auch auf Privatgrund. Oha. Aber natürlich läuft das nicht immer so. Wenn wir Flüchtige jagen, sind wir auch weisungsbefugt gegenüber der örtlichen Security. Oha. Okay. Und gibt es insgesamt viele Ranger? Das schwankt immer, weil Leute in Rente gehen, neue Rekruten dazukommen und leider auch mal jemand im Dienst stirbt. Hm. Aber soweit ich weiß, gab es nie mehr als ein Dutzend Ranger gleichzeitig. Für das gesamte Gebiet? Für wie viele Planeten umstreckt das Ganze denn? Und da gibt es ein Dutzend? Das ist aber nicht so okay. Wird die Arbeit denn bezahlt? Gleich vorweg. Falls du reich werden willst, ist das hier der falsche Job für dich. Okay, schade. Aber ja, wir werden gelegentlich bezahlt, gelegentlich, um die Spesen zu decken und so. Okay, also ein Schiff kriegen wir damit nicht. Gut, ich weiß, was ich wissen muss, also weiter. Okay. Ein wenig zu mir. Ja. Ich stelle sicher, dass jeder, der Freestar Ranger werden will, der Aufgabe auch gewachsen ist. Mist. Der Marshall hätte dich aber nicht hergeschickt, wenn er kein Potenzial in dir gesehen hätte. Also, wie sieht's aus? Bist du bereit, den Freestar Rangern beizutreten? Nicht vor einem Safe Game. Ich habe dem Marshall den Hintergrund, der gibt mir doch einfach direkt seinen Job. Wie kann ich mich denn bewerben? Muss ich ein Formular ausfüllen oder so? Ich ziehe eine etwas praktischere Beurteilung vor. Wenn du beitreten willst, erzähle ich dir alles Weitere. Darüber muss ich aber erstmal nachdenken. Du musst dir vollkommen sicher sein. Also lass dir so viel Zeit wie nötig. Komm einfach zu mir, falls du dich entscheidest, beizutreten. Das mache ich. Und du zwar... musst mal Philburns Bier probieren. Wird hier gebraut und ist gar nicht übel. Ja, Moment. Ich speichere erstmal, ja. Ich weiß nicht genau, wie es hier läuft. Ich möchte gerne allen beitreten und alle Quests machen. Das ist, was ich eigentlich machen möchte. Ich würde gerne alles mitnehmen. Warte. Du wieder. Und? Willst du mitmachen? Ich guck mal, was passiert, wenn ich Ja sage. Es ist ein gefährlicher Job, aber ein wichtiger. Solange du deine Constellation-Pflichten nicht vernachlässigst, habe ich damit kein Problem. Nein. Bevor ich dir eine Marke gebe, muss ich mich von deinem Können überzeugen. Du hast zwar schon bei der Geiselnahme geholfen, aber vielleicht war das einfach Glück. Skill. Weißt du was? Such dir einfach am Missionsterminal irgendeinen Auftrag aus. Wenn du lebend zurückkommst, reden wir über deine Aufnahme. Okay, du wirst beeindruckt sein. Okay, ich übernehme eine von euren Missionen. Machen wir. Dann solltest du mal aufbrechen. Gucken wir uns mal an. So, da ist das Auftragsterminal, aber erstmal... Ranger schläft nie. Ja, das werden wir feststellen. Wobei, wir schlafen ja wirklich nie. Außer um Zeit zu überbrücken. Schneidebrett. Oh, hier kann man alles mitnehmen. Na gut, wir brauchen gerade nichts. Nicht jeder kann behaupten, im Turm zu arbeiten. Okay. Scheint ja eine Ehre zu sein. Aber irgendwie... Also schön sieht's jetzt nicht aus hier, ne? Malochen ist immer noch besser, als unter der Knute zu stehen. Aber wenn du malochst, stehst du auch unter der Knute, oder nicht? Jacob Code, zurück aus dem Ruhestand. Jacob, ich weiß, dass du raus bist, aber wir könnten wirklich Hilfe gebrauchen. Die UC werden immer dreister und du hattest immer ein gutes Händchen dafür, mit ihnen zu verhandeln oder zur Not gegen sie, damit das Collective weiterhin die Nase vorn hatte. Ich will dich gar nicht bitten, wieder aus dem Ruhestand zu kommen, aber wenn du Teilzeit oder als Berater arbeiten würdest, könnten wir uns sicher auf eine faire Bezahlung einigen. Ich brauche dringend deine Hilfe, alter Freund. Selbst wenn ich dir ein Bier in Stoneroot ausgeben muss, um ein paar Eiden... Was? Um ein paar Eiden zu holen. Um mir ein paar Ideen zu holen. Danke, Cartwright.
Senfgelbe Xenon, schreiben wir mal die Erde. Cool, 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 cool. Achso. Du suchst wahrscheinlich Mary. Nein, überhaupt nicht. So, was ist hier? Aquila City, jetzt wieder raus. Okay. Das will ich gerade nicht. Ich will mich noch ein bisschen umschauen. So turmig wirkt der Turm gar nicht. Wirkt sehr unturmig. Lass mich einfach in Ruhe trinken. Jo, alles klar, ciao. Ich habe vor ein, zwei Jahren mal was mit Ron Hope getrunken. Der verträgt was. Ron Hope, okay. Wer war das? Amy Wilcox wollte mich mal nachts auf dem Heimweg verhaften. Die wird heftig, wenn sie mal erwachsen ist. Hm. Ist sie nicht schon? Es gibt viele Bars in der Stadt. Alle richtig gut. So, ich schnapp immer einen Auftrag, ja? Hey, hallo. Wie tun die Leute im Gleich. Chila ist wirklich das Herz des Freestyle. Ofenhandschuhe, hier kann man wirklich alles mitnehmen? Mache ich natürlich nicht, weil ich bin ja anständig. Ja, ich bin stolz, den Freestyle Rangern zu helfen. Ja, cool. Tür, Tür, Tür. Utensilien. Aber hier ist halt nichts Essbares, ne? Die haben ein ganzes Kühlhaus, aber hier ist nichts Essbares. Nicht mal ein Apfel. Ah, den kann ich leider nicht klauen. Das ist das Einzige, was man hier stiehlt. Okay. Ah, und hier stiehlt man auch. Okay. Das ist Sarah. Achso, Betreuer. Wieder so ein Namenloser. So. Seifenspender. Kann man nicht benutzen, nur mitnehmen. Würde mir sogar mal die Hände waschen. Mm-mm-mm. Okay. Ich lasse Sarah mal da drin. Gut. Helga sagt, ich verbringe zu viel Zeit am Terminal. Das Mission Board. Rette die Geisel. Töte Verbrechergang-Anführer auf dem Planeten Maheo 4O. Schon wieder ist eine verdammte Bande Gesetzloser auf dem Vormarsch. Wir müssen sie erledigen, bevor sie noch mehr Probleme verursachen. Der Rest der Bande soll sich ergeben, wenn du den Verbrechergang-Anführer tötest. Das Ziel wurde zuletzt hier gesehen. Verlassene Robotikanlage. Töte, töte, zerstöre. Und rette die Geisel. Das sind wieder die, wie in Skyrim und ich glaube in Fallout gab es hier auch, diese Endlos-Quests, ne? Also diese, die du halt immer machen kannst, die einfach random generiert werden. Verlassen, verlassen. Okay, Sirius, Maheo. Weißt du was, ich nehme mal an. Töten kann ich, retten weiß ich nicht. Das stimmt vermutlich. So. Ich habe mal zwei angenommen. Ich habe zuerst überlegt, ob ich das Klischee mache. Ich mache alle. Ich warte hier nur. Achso, ja klar. Ach, sie sind das wieder. Okay, okay. Kleines Krankenhaus. Okay, okay. Dann gehen wir mal schön raus. You are great. Ich glaube, er schaut mich an. Oh, so great. Ich glaube, er meint euch. So. Oh. Auf einmal dunkel geworden. Und wir haben jetzt noch gar nicht umgeschaut. Und es ist ja so dreckig. Alles ist hier dreckig. So, hier ist Chunks. Willkommen. Zwei Dinge sind im Universum sicher. Der Tod und dass man in einem Chunks ist. Und ich ziehe den Tod, ehrlich gesagt, fast vor. Ja, ehrlich gesagt. Ja. Ob es zu Starfield ein Kochbuch geben wird, wo auch Chunks drinstehen? Ich kann es mir fast vorstellen. Also auf jeden Fall, es werden doch bestimmt irgendwann irgendwo mal Chunks nachgestellt. 100 pro. Und dann stellen wir alle fest, eigentlich ganz geil. Oder ganzen Tag herkommen? Hm? Für einen halben Tag. Miss Kessler wird uns eine komplette Tour geben. Mhm. Ich will nichts sagen, aber es ist arg überschaubar hier. Nicht wirklich viele Attraktionen. Das stammt alles aus Spenden und dem, was Miss Kessler so alles auftreiben konnte. Aquila schwimmt ja nicht gerade in Museen. Na gut, aber deine Klasse soll einen Aufsatz über das Gelernte schreiben. Das war geplant, Ma'am. Aquila City sollte mehr kulturelle Einrichtungen haben.
Ja, wir gucken mal. Bitte sollte man an einem so alten Ort leben wollen. Ich glaube, der Doppelknochenhorn ist hier irgendwie fehl am Platz. Ich glaube, der gehört da nicht hin. Ich glaube, der muss woanders hin. Vielleicht wollte er auch mal gucken. Oder vielleicht will er einbrechen gerade. Guck mal. Ich weiß nicht, wo der stehen sollte, aber da jedenfalls nicht. Ich habe Artefakte, die noch aus der Zeit von Solomon Coe persönlich stammen. Was? Erzähl mal. Hi. Hi. Sieh dich ruhig um. Deswegen habe ich das hier ja schließlich gegründet. Wer ist denn dieser Solomon Coe? Die meisten Leute kennen Solomon Coe als den Gründer von Aquila City und den Vater des Freestar Collective. Ah. Er war Astrophysiker und stammte von der Erde, aus einer Gegend namens Wyoming. Er wurde etwa zu der Zeit geboren, als die ersten Menschen ins All zogen. Mhm. Er hat Raumschiffe gebaut. Und als die Erde in Gefahr war, haben seine Schiffe die Menschheit gerettet und zu einer neuen Heimat im All gebracht. Mhm. Also Solomon Coe war wohl eine ziemlich wichtige Persönlichkeit. Absolut. Während des großen Exodus ist Solomon auf diese Welt gekommen. Er hat unseren Stern nach einem Ort auf der Erde, Cheyenne, getauft. Auch Aquila hat er benannt. Gemeinsam mit anderen hat er die Siedlung errichtet, die heute Aquila City ist. Und seine Nachfahren leben noch immer hier. Ach was. Okay, das ist ja krass. Ich würde gerne was über die Geschichte von Aquila erfahren. Aquila City wurde vor über 150 Jahren von Solomon Coe gegründet. Ja, ja, das wusste ich. Einem Wissenschaftler von der Erde. Gerade eben schon. Zusammen mit anderen Siedlern hat Coe die Gebäude in dem Teil der Stadt errichtet, der heute der Kern genannt wird. Mhm. Sie stehen immer noch. Der Planet war gefährlich, also wurde eine Mauer um die Siedlung herum gebaut. Als innen kein Platz mehr war, wurde außerhalb der Mauer weitergebaut. Aber da wurde keine Mauer mehr gebaut. Und erzähl mir mal, was danach passiert ist. Irgendwann gab es so viele Gebäude, dass eine zweite, größere Mauer errichtet werden also musste. Also doch. Als zweiter äußerer Ring um die Stadt herum. Krass. Aber natürlich ist die Stadt weitergewachsen. Und bald wurde die dritte Mauer errichtet, die heute noch die äußerste ist. Heute ist Aquila City die stolze Hauptstadt des Freestar Collective. Und der Rat der Gouverneure trifft sich weiterhin hier, wenn es nötig ist. Das sieht gar nicht so aus. Ach, der Ast. Oh, der Ast. Oh, den habe ich ganz vergessen. Stimmt ja. Oh ja, und wie läuft das Museum so? Sehr gut. Die Leute hier sind stolz auf ihre Geschichte. Also haben wir mehr Besucher als erwartet. Mhm. Deswegen ist immer ziemlich viel los. Vor allem viele Schulklassen. Oh, das hört sich ja fantastisch an. Ich reise übrigens viel. Ich könnte meine Augen nach Dingen für dein Museum offen halten. Für manche Dinge würde ich töten. Was? Ich meine, nein, natürlich nicht wirklich. Naja. Aber ich würde viel dafür zahlen. Mhm. Die Coes haben vor einer Ewigkeit einen Schatz an historischen Dokumenten verloren. Mhm. Und diese Dokumente wären für uns unschätzbar wertvoll. Unschätzbar wertvoll, aha. Welche Art von Dokumenten ist das denn? Tja, sie waren alle im Besitz unseres Gründers, Solomon Coe. Mhm. Nein, er ist noch viel mehr. Er ist einer der größten Helden der besiedelten Systeme. Die Dokumente wären, wie gesagt, von unschätzbarem Wert für das Museum und die Besucher. Aha. Und wie viel genau heißt denn unschätzbar viel? Ich zahle dafür mehr als jeder andere. Das steht fest. Jacob Coe und ich haben uns oft unterhalten. Sein Urgroßvater hatte Schwierigkeiten. Aha. Er hat viele Dokumente verkauft, um Schulden zu bezahlen. Oh. Sie könnten überall sein. Wenn du diesen Schatz an Dokumenten findest, bezahle ich dich gut. Ich verstehe. Wir sollten also immer irgendwo gucken, ob wir irgendein Dokument finden. Und dann ist es eine Sammelquest. Und wenn wir die alle zusammen haben, können wir die als Balk verkaufen. Oh, puh. Eine zufällige Suche innerhalb der besiedelten Systeme. Puh. Möglich. Aber ich muss es versuchen. Gibt keine Hinweise? Denk an die kommenden Generationen, die von diesen historischen Stücken profitieren könnten. Puh. Gut. Also, ich halte die Augen offen, aber auf der anderen Seite bräuchte ich auch deine Hilfe. Es geht um einen Ast. Das hätte ich heute nicht unbedingt erwartet. Nein. Stehst du irgendwie mit den Colonies in Verbindung?
In letzter Zeit habe ich seltsame Nachrichten erhalten. Hä, was denn für Nachrichten? Was für Nachrichten waren das denn? Einige, die nahezu unverständlich waren. Ganz ehrlich. Bislang dachte ich, das wäre irgendein seltsamer Streich. Ein Haufen Kauderwelsch über schwerwiegende Konsequenzen, Frequenzmodulation und genetische Rekonstruktion schien alles ziemlich verworren. Nee, das stimmt leider schon. Leider hast du deine Zeit verschwendet, da ich weder autorisiert noch besonders geneigt bin, eines unserer Stücke herauszugeben. Ah. Das umfasst auch 100 Jahre alte Äste. Ach, so ist das. Tut mir leid, aber er bleibt im Lager. Im Lager liegt er nur. Wow. Wow. Wow, das ist... Alles hier ist ein Stück der Geschichte von Aquila City. Ich brauche diesen Ast, wirklich. Ich verstehe dich, aber das steht leider außer Frage. Ich brauche ihn wirklich. So. Extrem wichtig für die xenobotanische Forschung. Ich kann sehr nervig sein, wenn es nötig ist. Gib mir den Ast, sonst höre ich nie auf zu fragen. Frag ruhig weiter. Nur zu. Ich gebe ihn dir nicht. Das war das Schlechteste, was wir machen können, glaube ich, ne? So. Ja. Der Ast ist extrem wichtig für die xenobotanische Forschung. Jetzt willst du mich verwirren. Das ist ein toter Ast und er gehört dem Museum. Oh, wie kann man denn so... So. Scheiße, wir haben eigentlich noch die eine Wahl. Wenn wir das nehmen, kommen wir nicht weiter. Das ist nur plus 3 und wir brauchen 4 Punkte. Ich muss halt das hier nehmen. Ich habe automatisch überzeugen. Auch gut. Ich probiere das mal ganz kurz. Ich weiß nicht. Oh. Er nimmt schon irgendwie Platz weg, den man anderweitig nutzen könnte. Also das geht. Unfassbar, dass ich das mache. Bring ihn bitte unbeschadet zurück. Automatisch überzeugen. Okay. Ich habe einfach intensiv in die Augen geschaut. Wie hat das denn, wie funktioniert das denn? Okay, wir haben jetzt Erlaubnis, den Ast mitzunehmen. Sextant, eingehüllte Freestar Ranger Marke. Mhm. Kann man hier irgendwas, sollte hier was liegen? Und uns was erzählen? Weil hier sind über diese Podeste, aber da ist halt nichts drauf. Fernrohr. Vielleicht fehlt das noch. Schwert des Damokles. Okay. Damokles. Hier ist einfach nur ein Waschbecken, okay. Dann muss ich gleich mal gucken, wo ist denn das Lager und wo ist denn der Ast? Das ist nicht das. Was du auch mit dem Ast vorhast, ich hoffe, es lohnt sich. Bestimmt. Ganz bestimmt sogar. Aber wo geht's denn hier? Hä? Theodolit. Dann würde ich den Ast erstmal holen. Pritsche. Ich schau mal kurz bei den Quests. Moment. Sprich mit Emma Wilcox haben wir gemacht. Schließe eine Mission ab. Können wir auch gleich machen. Aber wo ist denn hier der Ast? War das hier? Nee. Das war das Paket, die alte Heimat, machen wir später, zurück an die Arbeit, bei ihrem Job. Das müssen wir auch noch machen hier, um Gottes Willen. Orte Aussterbeereignis. Ach, das war das. Okay, okay. Spätentwickler war das. Okay, warte, warte, warte. Ich habe den Ast. Hä, wie, ich habe den Ast? Wir haben den Ast? Habe ich gar nicht mitbekommen, ich dachte, der liegt im Lager. Hat's doch gesagt, der liegt im Lager. Hat uns wahrscheinlich gerade gebracht. Ach so. Ach so. Ja gut. Sanctum Universum. Das kommt... Sie erinnert mich Aquila City an Neon. Die Reichen sind in der Mitte und die Armen am Rand. Sanctum Universum kommt mir irgendwie bekannt vor. Hey, je mehr der Mensch danach strebt, alles zu wissen, desto mehr sehen wir Gottes Handschrift. Mhm. Hallo, Siwu. Endlich gibt es in Aquila City eine Kirche. Okay, weiß nicht, was sie da macht. Aha, sehr schön hier. Persönlicher Bilderrahmen. Sonst ist hier aber nichts. Sanctum Universum Band 1.
Ein spiritueller Ratgeber für die Zeit nach dem Ende der Welt. Von Hüter Aquilus, das Sanctum Universum. Band 1. Jeder Mensch strebt von Natur aus nach Wissen. So die Maxime des Philosophen, der Beginn des ältesten menschlichen Diskurses und die andauernde Wahrheit, die dem Zusammenhalt der menschlichen Diaspora in ihrer Wiege rund um die gelbe Sonne zugrunde liegt. Das Ende der Erde könnte eine wehmütige Rückbesinnung auslösen. Die Zeit, in der die Erde das Zentrum der Menschheit darstellte, rückt immer weiter in die Vergangenheit, sodass die lebenden Generationen die Verbindung zwischen ihr und ihrem eigenen Leben als so abstrakt empfinden, dass die Erde für sie nichts weiter als eine historische Trivialität darstellt. Unsere technologischen und kulturellen Standards entwickeln sich derart transformativ weiter, dass selbst unsere jüngeren Vorfahren sie nur bedingt als menschlich ansehen würden. Und dennoch erklären wir uns jenen zugehörig, die sich einst das Feuer untertan machten und erkannten, dass sich bestimmte Lichter am Himmel in Mustern zu bewegen scheinen. Dieses Bändigen und Erkennen, jene entscheidende Kombination aus Handlung und Besinnung, unterscheidet uns von allen anderen Wesen, denen wir je begegnet sind. Dies ist die vorherbestimmte Essenz der Menschheit. Jeder Mensch strebt von Natur aus nach Wissen. Die Gegenstände dieses Wissens können je nach Kulturkreisen, Epochen und individuellen Vorlieben unterschiedlich ausfallen. Aber der Wissensdrang, der Drang aus bestehendem Wissen neue Kombinationen zu formen und das Existierende dadurch zu erweitern, hat stets Bestand. Selbst die Einfältigsten unter uns möchten etwas über ihre Nachbarn, sich selbst oder ihre Arbeit wissen. Die ambitionierteren Geister versuchen vielleicht, die Wahrheit über galaktische Superstrukturen oder die sozialen Ursprünge der Moderne zu entdecken. Dieses Streben eint unsere Spezies stärker, als es jeglicher biologische Zufall oder historische Abstammung vermag. Nicht alles Wissen obliegt dem Intellekt, und Vorgehensweisen unterschiedlicher Grundprinzipien können aus ihrer Unterschiedlichkeit heraus andere Schlussfolgerungen oder Ausformungen des Verstehens zur Folge haben. An dieser Stelle könnten die ersten gravierenden Einwände erhoben werden, besonders von den Jüngern der Wissenschaft, die gerade zum Ausstoßen ihres kollektiven Gebrülls ausholen, um die reine Empirie als einzig gültige Form des Wissens vorzubringen. Ich möchte weder ihre Begeisterung schmälern, noch streite ich die großartigen Verdienste ab, die mit diesem Ansatz erreicht wurden. Einige der frühesten dokumentierten Diskussionen in der Geschichte des Denkens entstammen der Frage, ob die Vernunft oder die Erfahrung den richtigen Weg zur Erkenntnis darstellt. Es ist ein leichtes, unsere Sinne zu täuschen, daher sind wir gezwungen, uns zu vergegenwärtigen, dass diese möglicherweise ständiger Täuschung unterliegen. Unser Geist kann durch altersbedingten Verfall getrübt oder durch Ideologien verwirrt werden und so seine Vertrauenswürdigkeit verlieren. Vernunft oder Erfahrung den Vorzug zu geben, stellt an sich bereits einen kuratorischen Vorgang dar, der ungeachtet dessen, ob der Kurator sich dessen bewusst ist, einen Platz in einer langen philosophischen Tradition einnimmt. All das führt mich wieder zu meinem übergeordneten Standpunkt, dem des Glaubens. Ich spreche nicht vom Glauben an Übernatürliches an sich, wenngleich ich in Kürze ein paar Worte darüber verlieren möchte. Glaube bedeutet, eine Wahrheit akzeptieren zu können, die nicht mir selbst entspringt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die andere Person diese Wahrheit durch Vernunft oder Erfahrung erkannt hat, ob die Person im Gefüge über oder unter einem selbst steht oder ob die Wahrheit faktischer oder logischer Natur ist. Indem eine Person eine Wahrheit in das eigene Wissen aufnimmt, ohne selbst zu dieser Wahrheit gekommen zu sein, begeht sie einen Glaubensakt. Der Glaube zeigt sich in vielerlei Formen, die wir womöglich nicht erwarten. Selbst die leidenschaftlichsten Wissenschaftschauvinisten können an die Existenz von Atomen glauben, obwohl dies noch nicht direkt nachgewiesen wurde und niemals direkt bewiesen werden kann. Sie glauben aufgrund eines unerschütterlichen Vertrauens in handfeste Beweise und mathematische Herleitung daran, doch stellt sich die Frage, ob sie selbst die Beweise für ihre Annahme gesehen haben. Haben sie die Berechnung selbst durchgeführt? An einem gewissen Punkt ihres erkenntnistheoretischen Strebens nach Wissen haben sie höchstwahrscheinlich auf Basis des Glaubens eine Wahrheit angenommen. Dieser Glaube mag sich auf ihre Lehrkräfte beziehen, auf Texte, auf die Methode der Kollegenkontrolle oder sogar auf die Existenz von Kausalität an sich. Es bleibt ein Glaube. Dies bringt mich zu der Frage nach dem Glauben an Übernatürliches und im Besonderen, wie sich derartiger Glaube im Laufe unserer Geschichte in Form menschlicher Religion manifestiert hat.
In diesem Kontext sind sowohl Glaubende als auch Ungläubige durchaus bereit zu sagen, dass etwas zu wissen bedeutet, zu glauben. Dass die Vernunft auf dieselben Fragen angewendet werden kann, ist besonders in Anbetracht der Maxime, die diesen Text eröffnet hat, wenig überraschend. Viele beeindruckende Geister haben sich verschiedene Fragen zum Glauben mit all ihrer Geisteskraft gewidmet. Ihre Betrachtungen können, unabhängig von den Überzeugungen der Lesenden, erhellende Gedankenspiele darstellen. Als Ausgangspunkt finden wir vor, dass das Grundgebilde für ihre Überlegungen die Annahme einer Existenz bildet, die jene Denker mit Gott betiteln. Ja, gut. Aber ich bin mehr bereit zu glauben, wenn Dutzende Wissenschaftler zu gleichen Schlüssen kommen und womöglich auf verschiedenen Wegen, bestenfalls, eventuell, wenn möglich, als wenn einfach irgendjemand gesagt hat, yo, Jesus hat mit mir gesprochen und er hat gesagt, du sollst mir $70 geben. Jeden Monat für die Mitgliedschaft, um dich von Sünden reinzuwaschen. Digi, mach. Weiß ich nicht. Da gibt's schon Unterschiede. Ich verstehe den Grundtenor des Ganzen, ja, den verstehe ich. Aber das lässt sich nicht so wirklich gleichsetzen. Ein höheres Ziel, Band 3. Ach du Scheiße. Band 2 fehlt ja auch noch. Sanctum Universum, Band 2. Wir lesen später. Das ist sehr viel. 3 Bände auf einmal ist sehr viel. Wir lesen ein bisschen später, ja? Ich nehme mal alle mit hier. Aber ich habe inzwischen mehrere Tage durchgequatscht. Ah, das war... Es ist wieder passiert. Ich habe die Kontrolle verloren über meine Quests. Sprich mit Hüter Aquilus, weil wir das Buch haben. Oh, okay, das klingt schon mal gut. Welches waren das nochmal? Mamas Rucksack-Nachricht. Notiz von Dad. Sanctum. Das war zwischen den Grafsprüngen war es, ne? Ja, das war's. Okay, komm, weil es ein Questgegenstand ist, lesen wir mal schnell rein. Zwischen den Grafsprüngen wird Gott dich suchen. Ist Gott real? Die eigentliche Frage ist doch, ist die Realität göttlich? Die Existenz ist ein Rätsel, das darauf wartet, gelöst zu werden. Wird gut sein nicht nur am Guten gemessen? Ist das Leben nicht nur Teilhabe am Sein? Jedes geläufige Attribut führt zum Vergleich mit einer noch reineren Form seiner selbst. Und während wir im Baum der Attribute immer weiter Richtung Krone klettern, von Äpfeln zu Rot, zu Farbe, zu Wellenlänge, zu Energie, zu Raumzeit, zu Existenz, finden wir immer weniger Äste vor, die wir erkunden können. Jegliche Realität mündet letztendlich in einem einzigen Punkt. Manche nennen diesen Punkt Omega. Andere Telos. Wieder andere nennen ihn Gott. Seine wahre Natur lässt sich aber am besten anderweitig erklären. Denn so beeindruckend die Komplexität des Universums auch ist, sie existiert doch nur im Kontrast zu einer Einfachheit von solcher Reinheit, dass sie so ursprünglich oder gar göttlich scheinen muss. Zu behaupten, dass sie existiert, ist völlig überflüssig, da es sich hier tatsächlich um die Existenz an sich handelt. Unser Dasein ergibt sich aus dem Sein. Unser Wesen wird durch die Vorstellung des eigenen Verstandes definiert. Doch was wir als Vorstellung und Verstand verstehen, übersteigt unseren Horizont derart, dass selbst diese Metaphern kaum mehr sind als der Schaum auf den Wellen einer tosenden See. Dieses Sein, aus dem die Realität hervorgegangen ist, will am dringlichsten das, was es nach sich zieht, verstehen. Dich und mich. Unsere Sinne sind beschnitten und nur in der Lage, 3 Dimensionen wahrzunehmen, während wir völlig hilflos entlang der 4. Dimension in eine bestimmte Richtung geschleudert werden. Unsere größten Denker sagen uns jedoch, das Universum bestehe aus mindestens 12 Dimensionen. Und wer vermag zu sagen, welches Wissen im Verlauf der Zeit enthüllt werden wird? Aus unseren begrenzten Kapazitäten heraus ist das Universum nicht einfach nur unerkundet, nein. Es ist in einem umfassenden Maße schlicht nicht begreifbar. Stattdessen verlassen wir uns auf Offenbarungen. Wir geben uns dem Einklang mit der einen Quelle der Wahrheit hin, denn Wahrheit ist selbst dann ein weiteres Attribut des Universums, wenn sich alle Einzelaspekte in Einfältigkeit auflösen.
Um erkennen zu können, was wahr ist, müssen wir wissen, was Wahrheit ist. Diese Wahrheit möchte ebenfalls wissen, was wir sind. Wie ein Stück Stoff, dessen Beschaffenheit von seinen Kett- und Schussfäden definiert und begrenzt wird, können sich unsere physischen Ausformungen ebenfalls lediglich dreidimensional bewegen. Wir sind jedoch im Besitz einer Kraft, die uns über die unbelebten Dinge erhebt, die lediglich ohne eigenen Willen existieren. Wir können das Gewebe der Raumzeit umlegen, Kett von Schussfäden trennen und durch den Schleier hindurchsehen, von dem wir sonst fälschlicherweise denken könnten, dass er alles sei, was es gibt. Dabei springen wir von einem Punkt zum nächsten. Wir bewegen uns nicht einfach nur im Raum, sondern begeben uns auf eine Reise zu einer gänzlich neuen Erkenntnisebene. Diese Augenblicke zwischen den Grafsprüngen stellen kein leeres Nichts dar, sondern flüchtige Einblicke in das Mysterium, das jeglicher Realität zugrunde liegt. Diese Wahrheit zu kennen, bedeutet, unserem göttlichen Selbst näher zu kommen. Das ist der Sinn unseres Lebens. Es ist die Aufgabe des Sanctum Universum, dich durch diese Erfahrung zu geleiten, um keinen Erkenntnismoment ungenutzt verstreichen zu lassen. Besuche Aquilus und lass ihn dein Herz für jene Erkenntnis öffnen, der auch dein Verstand folgt. Geselle dich zu uns auf unserer Suche nach Gemeinschaft und hilf uns dabei, unser Wissen über das Wesen des Göttlichen weiter zu verbreiten. Ich hoffe, dass mich gerade keine Nachbarn hören, wenn ich sowas vorlese. Das ist irgendwie weird. Ja, okay. Die Erkenntnisse, das finde ich gut. Ich finde es interessant, dass es offenbar immer eine andere Interpretation von Gott gibt. Und jetzt werden Leute natürlich sagen, ja, Gott ist alles. Ja, aber das vom alten bärtigen Mann im Himmel bis hin zum Gottesteilchen, sage ich mal, ja, Interpretation ist huge. Natürlich hast du immer mit irgendwas recht, wenn du davon ausgehst, dass das, was du sagst, immer frei interpretierbar ist. Das macht es dann relativ einfach, am Ende zu sagen, habe ich doch gesagt. So. Das heißt, jeder kann an alles glauben. Was pro forma natürlich richtig ist und möglich. Und auch so passiert. Aber nicht alles, woran man glaubt, muss Gott sein. So, okay, Bürgerin, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich bin gerade. Kannst du Jims Liste überhaupt lesen? Nein. Dafür braucht man echt eine Lupe. Da fehlen scheinbar 2 Kisten Aluminium. Was? Nee, die hat die Wache für die Verstärkung des Geländers genommen. Hier ist eine Notiz von Bailey. 2 Kisten Aluminium. Bailey. Nicht so der Literat, oder? Du hast Glück, dass du das hast. Nun, sieht aus, als wäre das alles in Ordnung. Sieht Neuer hier Tag. Etwas rau aus, Neuer aber Tag. Das Viertel ist sicher. Außer Aggies. Außer Aggies. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Bin ich jetzt durch eine Mauer durch, oder? Das da wird wohl die Außenmauer sein, nehme ich an. Und wir sind jetzt am äußersten Rand, vielleicht. Ah. Spazier. Sieht nicht gerade nach einem Zoo aus. Eher wie eine kleine Nebenattraktion. Ich kann das schön lesen. Aber natürlich. Doch kannst du deinem Sinn vertrauen. Kreaturen groß und klein aus den hintersten Winkeln der besiedelten Systeme. Hier? Im Stretch? Ja, genau hier und jetzt. Dinge, die du in 1 Million Jahre nicht erblicken würdest für einen geringen Eintritt. Ist wirklich nicht viel. Komm herein. Und sie geht. Okay, Superstar, Glückwunsch. Du hast mir 10 ganze Credits rausgeleiert. What? Hoffentlich bist du stolz auf dich, Mann. Ach so, weil ich einfach reingegangen bin? Habe ich 10 Credits gespart? Ach, der Zoo ist draußen. Man sollte vielleicht tagsüber gehen, wa?
Aber da ist irgendwas. Ach, oh, hallo. Oh, hallo, mein Dicker. Hallo. Oh. Tja, manche Dinge ändern sich wohl nie. Oh, was bist du denn für ein Schnäufel? Oh, so ein fetti Mops mit so einem Rüssel dran. Das ist bestimmt ein neuer Dyson-Staubsauger. Haben wir hier irgendwie, Marker? Keine geheimen Dokumente über irgendwelche illegalen Vorgänge? Das ist aber fast schon enttäuschend. Okay. Ja, das war, das ist ja, wow, das ist, sehr schön. Wir reden mal mit Earl, wa? Ist sicher nett, ein paar echte Tiere zu sehen. Du findest nirgendwo in den besiedelten Systemen eine so tolle Attraktion wie meine Alien Extravaganza. Extravaganza? Okay. Willkommen! Ich stelle dir mal eine ganz einfache Frage. Ja? Bist du bereit, etwas so Wundersames und Merkwürdiges zu sehen, dass du es nie vergessen wirst? Das tue ich bereits, gerade jetzt. In diesem Moment. Du willst mir was andrehen, oder? Ich biete dir die Chance, etwas Exotisches und Einzigartiges zu sehen. Ja, es ist eine kleine Gebühr fällig, aber wenn du mich alles erklären lässt, stimmst du sicher zu, dass der Preis mehr als fair ist. Das klingt interessant, erzähl mir doch mal mehr. Mit Vergnügen. Wir haben Tiere und zertifizierte Xenomorphs aus den dunkelsten Winkeln der besiedelten Systeme. Du wirst entzückt und begeistert sehen. Ein wahrer Augenschmaus für eine geringe Gebühr. Ich beneide dich um diese Gelegenheit. Aber du kannst doch einfach reingehen und dir die angucken. Und ich kann dir wirklich vertrauen? Absolut. Man nennt mich hier ja nicht umsonst den ehrlichen Earl. Das ist der reinste Betrug. Schämen solltest du dich. Ich meine, 10 Credits sind halt relativ wenig, aber schämen solltest du dich. Wenn das deine Meinung ist, dann verlasse bitte unser Gelände und mach Platz für die anderen Kunden. Du meinst all die Hunderte, die hier stehen? Ich bin überrascht, was es alles in Alkila gibt. Ja, das bin ich auch. Oh ja. Es gibt noch immer zu viele Menschen, die leiden. Und zu wenige, die helfen. Hallo, Amira. Hast du Zeit, über das Unterhaus zu reden? Klar. Das würde vielen Menschen etwas bedeuten. Das Unterhaus, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Erzähl mal bitte. Schön, dass es noch Menschen gibt, die sich für das Wohlergehen anderer interessieren. Im Unterhaus kriegen Menschen, denen es gerade nicht gut geht, eine warme Mahlzeit und ein Bett. Da muss ich hin. Und ihre Würde wird gewahrt. Sie müssen weder betteln, noch stehlen, noch Fragen beantworten, noch eine Gegenleistung erbringen. Da muss ich hin. Ich leite das Ganze, seit Jahren schon. Aber ich bin auf Hilfe von anderen angewiesen. Sie sind einfach nur Menschen. Leuten kostenlos Unterkunft und Essen zu geben, macht sie faul. Was ist dann mit ihrem Kind? Ja, ich habe nichts dagegen, anderen zu helfen, aber Leute müssen auf sich selbst aufpassen. Das klingt wie wirklich wie eine gute Sache. Ich versuche es. Was? Okay, ganz ehrlich. Uns helfen ein paar von den wohlhabenderen Leuten in der Stadt. Aber es reicht nur gerade so. Um den Benachteiligten zu helfen, braucht man Credits. Und ich hoffe, du trägst ein wenig bei. Wenn du ein paar Credits übrig hast, wäre das eine große Hilfe. Ich kann Schmarotzern helfe ich nicht. Wer eine Unterkunft und Essen braucht, soll sich Arbeit suchen. Ja, hier, 100 können wir abdrucken. Lieber als 10 für den Zoo. Danke. Ich weiß nicht, ob du an Karma glaubst, aber ich tue es. Du hast dir gerade welches verdient. Naja. Humbug. Mein Mann und ich schiften, um Alkila City zu ernähren. Oh. Du hast vielleicht schon etwas von unserer Farm gegessen. Ich hoffe nicht.
Oh, das ist ja sweet. Thanks for visiting. Amira, wie geht's dir? Ich kann mich nicht beklagen. Jemand hat gesagt, die Filbernfelder wurden beschädigt? Ja, es gab einen Bug in der Mähdrescher Programmierung. Er ist durch ein paar Felder gerast. Ah, sind die Pflanzen... Ich erspare dir die Mühe. Weston hat schon genehmigt, dass ich sie dir stecke. Sie sind nicht hübsch, aber absolut essbar. Recht herzlichen Dank, Mr. King. Das wäre eigentlich gut, wenn sie jetzt die Pflanzen hätte abkaufen können mit der Spende, dass man quasi als Spieler sieht, ah, oh, das passiert mit meiner Spende. Und wenn du nicht spendest, dann, aber ich kann sie mir nicht leisten. Nein, dann müssen die euch hungern. Und dann stehst du da so. Mein Traum ist es, irgendwann eigenes Land zu haben. Axel, ich glaube, du schaffst es. Es ist nicht glamourös, aber wenigstens ist es ehrliche Arbeit. Ja, da hast du recht. Huch, was machen die denn hier? Credits allein machen auch nicht glücklich. Harte Arbeit und ein ehrliches Leben sind der Schlüssel. Ach, seine Frau. Hey, Isabel. Natürlich ist es schwieriger, das Richtige zu tun, als das Einfache. Aber letztlich lohnt es sich immer. Ja, naja, ich hoffe, du hast recht. Karma in der realen Welt sieht oftmals eher invertiert aus. Hat man das Gefühl. Wow, wow. Okay, wow. Was ist denn? Was ist das denn? Ach, das ist von diesem Schlangenleuten, ne? Wahrscheinlich. Wenn mich noch einmal jemand UC-Frischling nennt, dann hau ich ihm voll aufs Auge. Mein Vater sagt ständig, es tut ihm leid. Total komisch. Ich wollte sie gerade UC-Frischling nennen. Bitte erzähl das nicht. Das ist keine Schande. Nächste Woche kriegst du wieder was, ja? Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Gib einfach dein Bestes. Mehr kannst du nicht tun. Vielleicht solltest du mal ins Haus der Aufklärung gehen. Ich glaube nicht an das, was die verkaufen. Das musst du auch nicht. Anton ist ein guter Mann und gibt gute Ratschläge. Naja, ist eine Überlegung wert. Danke, dass du meinen Mann gerettet hast. Ach so, sie war eine von... Ah, okay, vom Bankraub da wahrscheinlich, ne? Hey, Simone. Ich hatte solche Angst. Oh, wie süß. Hä, wie cool. Und wie süß. Nein, ich klaue nichts. Wir haben das Richtige getan mit den 100 Credits. Wir haben das Richtige getan. So, ich schaue mich... Jetzt sitzt sie hier hinten. Was ist denn mit ihr? Aquila City ist viel cooler als Cydonia. Mhm. Hast du wahrscheinlich recht. Ja. Scheiß Arbeit, klar. Scheiß Bezahlung. Überlegst du, hier etwas zu trinken? Ich versichere dir, es gibt in Midtown und im Kern Läden, die netter und sicherer sind. Ich versuche, ein Gespräch zu hören. Ja, kannst du knicken. Freestars halten zusammen. Nicht ins Gesicht geschlagen. Vielleicht ist da jemandem ausgefallen. Nee, und mein Zahn ist es sicher nicht. Vielleicht ist der Zahn alt. Nicht von gestern. Ja, vielleicht brauchen wir ein Zahnfundbüro. Wenn du Credits hast, gib sie bei Ethan aus. Sonst geh. Hey, Eggie. Zweite Chancen sind nicht leicht. Zu tough für dich. Man muss sich reinhängen. Zu tough. Und du führst den Laden alleine? Bist du überrascht oder enttäuscht? Weiß ich noch nicht. Mein Name steht draußen dran, oder nicht? Ich bin zu lange hier, um jemand anderen alles versauen zu lassen. Wow. Meistens ist es nicht mal den Aufwand wert, Hilfe einzustellen. Aber Ethan scheint nicht ganz dumm zu sein. Also, vielleicht wird das mit ihm was. Wer hat dir denn wehgetan? Puh. Ist im Stretch immer so viel los? Ja, immer öfter. Viele Leute wollen sich nicht länger von den UC was sagen lassen. Oder unternehmen die ersten Schritte in Richtung Unabhängigkeit. Die Stadt kommt bei den ganzen Neuzugängen gar nicht hinterher. Hat ewig gedauert, die äußeren Mauern zu errichten. Und die reichen auch bald nicht mehr. Und was soll nach ganz außen dann kommen? Einfach eine Schlammgrube? Ich würde gerne mal sehen, was du so hast. Wir haben das, was da ist. Ah, ist ja nicht viel, wa? Alles, okay.
Ja, Pale Ale, okay, schön Toast. Weißt du was, ich gönne mir heute, nee, ein Sandwich gönne ich mir heute. So, habe ich auch mal gemacht. So, hat das Sandwich 71 gekostet? Ja, ne? Hey, Ethan. Das ist ein interessantes Tattoo. Ja, stammt noch aus meiner verantwortungslosen Jugend. Hm. Ich würde vieles ganz anders machen, wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte. Aber hey, was einen nicht umbringt, macht einen stärker, oder? Ah, wer weiß, wer weiß. Ich würde gern was bestellen. Klar, was darf sein? Hm, alles? Oh, habt ihr kein Sandwich? Schade. Richtig harte Kneipe hier. Hey, Lyle. Lüle. Nichts? Hey, du. Deinem Schiff fehlt was. Und damit meine ich mich. Ich bin der beste Überlebensexperte weit und breit. Und ich suche Arbeit. Interesse? Schronflinten, Xeno. Nee, momentan leider. Was für Fähigkeiten bringt ein Überlebensexperte so mit? Ich weiß eine Menge über Waffen. Und ich schieße verdammt gut. Wirklich gut. Du kannst in jedem Kampf auf mich zählen. Hm, klingt gut. Erst recht, wenn unsere Gegner Aliens sind. Ich habe mich schon mit den absonderlichsten Kreaturen rumgeschlagen, ohne ins Schwitzen zu kommen. Hm, ja, okay. Ist gut, aber momentan brauche ich wirklich niemanden. Sorry. In spätestens 2 Wochen kommst du wieder. Das kann sein. Das verspreche ich dir. Das kann sein. Und ich freue mich schon. Inzwischen wünsche ich eine gute Reise. Wir sehen uns in 2 Wochen. Der Lyle. Hey, Stuhl. Ah, ne, Ezekiel. Du musst Tourist sein. Ah. Die Einwohner von Aquila wissen, man sollte einen Mann nicht stören, wenn er alleine tränkt. Gut, dann gehe ich eben. Hast du Lust auf Gesellschaft? Du hast recht, ich bin Reisender. Mein Schiff und ich sind vor kurzem im Raumhafen angekommen. Ich werde dich einfach in Ruhe lassen. Mach dich auf den Weg. Ja. Ezekiel. Wie spricht man das aus? Ezekiel, ne? Die Einheimischen können sehr speziell. Boah, ich hoffe, es ist bald Tag. In einem Stress. Ach, du bist das Lass wieder. Mich. Ja, ja. Ich schaue mich hier eh nur um. Ich weiß gar nicht, wie ich hier gelandet bin überhaupt. Hallo, Bürgerin. Ich sehe, wenn man in den Hütten ist, sieht man einfach gar nichts mehr. Nach draußen, meine ich. Geh bloß nicht weiter als die Stadtmauern. Die Ashtar werden dich in Stücke reißen. Jetzt bin ich neugierig. Da drüben. Tourist? 3 Minuten, bevor der Geruch seine Wirkung zeigen wird. Und verfälscht das Stretch in den Nasenlöchern da drüben. Sie sollten ein Schild aufstellen, zur Warnung. Was? Solange die Leute sich von Aggies fernhalten, passt schon. Und von Mooch. Mooch ist nicht wirklich gefährlich. Aber auch nicht der Stolz von Aquila City. Sieht hier etwas rau aus, aber das Viertel ist sicher. Außer Aggies. Aggies ist auch ziemlich sicher. Das war ja wohl nix. Okay, da wären wir auf die Stadtmauern. Da hinten ist unser Schiff. Hurra! Und wir sollen ja auf keinen Fall nach draußen gehen. Wir müssen ja noch ein bisschen forschen, ne? Wir müssen ja noch ein bisschen forschen, den Planeten erforschen. So wie jeden Planeten. Also nicht jeden, aber viele. Hi, wie geht's? Oh, ganz gut. Schön gestanden. Schau mich nur ein bisschen um. Jetzt komme ich mir wirklich gerade vor wie bei Elex. Abend. Da hinten ist wieder irgendwas. Wir bräuchten ein Fernglas. Guten Abend. Das weißt du nicht von mir. Aber die Ecliptic-Söldner arbeiten manchmal für die Fraktionen Freestyle Collective und UC. Deswegen macht auch jeder einen großen Bogen um sie. Diese mordlustigen Arschlöcher sollte man zu Sternstaub verarbeiten. Okay, ist auch eine Meinung. Ich werde auch versuchen, für alle zu arbeiten. So.
Ich überlege sogar, dem Zoo-Heini das nächste Mal 10 Credits zu geben. Nur um zu sehen, wie es weitergeht. Nur um das mal mitgenommen zu haben. Für 10 Credits ist das, glaube ich, ein schmaler Kurs. Was ist das denn? Das sieht interessant aus. Ich würde runterspringen, aber ich weiß nicht, wo ich wieder reinkomme. Das will ich mir gerade sparen. Hier komme ich von der Mauer runter, das ist okay. Und gewollt. Ach. Verlass hier. Bloß nicht die Stadt, verstanden? Da draußen sind Erster. Die sind übel. Ja, wenn es Tag ist, gucken wir uns die. Ja, wenn es Tag ist, gucken wir uns die mal an. Wir haben hier auch noch längst nicht alles gesehen. Haben wir ein Haus, Mama? Mr. Tate arbeitet daran. Wir müssen ausziehen, wenn die Bauarbeiten anfangen. Mr. Tate? Oha, da habe ich schlechte Nachrichten. Ein Haus? Wie die im Kern? Das wird keine Villa, Liebling. Aber 4 Wände, Boden, Dach. Kann Audrey bei uns einziehen? Vielleicht. Mr. Tate will mit 4 Häusern anfangen. Es gibt also Nachbarn. Das ist so cool! Ich werde Mr. Tate eine große Dankeskarte basteln. Und die Dinge könnten sich echt ändern. Der Name ist etwas ungünstig gewählt, aber es gibt da sicherlich mehrere. Ja, nun. Okay. Manche Leute haben also nicht mal 4 Wände hier. Hä? Ah, Bürgerin. Die Möhren machen sich gut. Ich muss noch ein paar Kartoffeln ernten. Sieht nach einem guten Jahr aus. Vielleicht solltest du vergrößern. Solange du dich vom Weizen fernhältst, kann ich alles verkaufen, was du anbaust. So läuft das mit der Kooperative nicht. Die Mitglieder kommen zuerst. Und was nicht gebraucht wird, finanziert die Wartung. Hm. Ich sag ja nur, dass du daraus ein Vollzeitbusiness machen könntest. Ich kann dich finanziell unterstützen. Ihr gärtnert die ganze Gemeinschaft. Wir sind nicht die UC. Der Garten dient nur der Versorgung der Einheimischen. Hm. Besucher. Die UC-Leute sind besessen von Geld. Die von hier aber irgendwie auch. Das ist ein schöner Garten. Ich hoffe, der wächst noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man mit den 4 Pflanzen oder 6 Pflanzen hier das Ganze hier versorgen kann. Da muss noch ein bisschen, glaube ich. Aber generell, guter Anfang. Finde ich fantastisch. Hallo Bürger. Gibt's Schäden? Nein, die sind gar nicht gut. Ah, das coole Bild wieder. Diese Rallye ist hier zu später Stunde nicht. Nichts passiert. Ein paar der Sachen waren sogar echt gut. Wollte es fast nicht wegmachen. Behalte es einfach im Auge. Wenn die Wasserfilterung hops geht, gibt's nur noch aus der Flasche, bis wir sie wieder hinkriegen. Mhm. Das sind nur Kinder, keine Sorge. Das sind nur Kinder? Die füllen Adrenochrom in die Tanks. Ich weiß es genau. Ich hab's gerade gehört. Das ist der Beweis. Okay, hier wird auch noch angebaut ein bisschen. Für uns nicht essbar. Oh, huch. Hä, wie cool. Das ist mehr, als es bei der UC gibt, wenn wir ehrlich sind. Obwohl die da auch dieses tolle Spiel haben. Ja, yuppie, 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 yuppie. Hör nicht auf meine Schwester. Die erzählt Märchen. Ich kenne eine Schwester nicht. Ich wollte den Ball gerade reinmachen. Schon mal was von der Alias-Zuflucht gehört? Nee. Ist wohl so ein esoterisches Heilzentrum, um Kriminelle zu reformieren oder so. Auf Ixel 2. Das floppt sicher so hart. Gut zu wissen. Danke für den Tipp. Hey. Du kriegst mich nicht. Ich hab dich gerade gefangen. Ich werde mal Fußballstar, wenn ich groß bin. Emily fallen einfach immer die tollsten Spiele ein. Mhm. Du kriegst mich nicht zum Beispiel. Er hat den Ball über die Mauer gekickt. Über die Mauer. Oh. Warte. Liv tut mir leid. Sie hat keine Geschwister. Die Liv haben wir vorhin gesehen. Die saß da so rum, ne? Er wäre viel besser, wenn er auch so viel trainieren würde. Statt nur zu träumen. Hä, wie cool. Das sieht ja geil aus. Aquila. Okay, warte. Ich würde gern versuchen. Das darf nicht wahr sein. Willst du mich verarschen? Wie ist das denn passiert? Der liegt da drunter und der liegt da drunter? Ernsthaft? Ist das euer fucking Ernst, Spiel?
Ich komme halt gar nicht mehr ran. Das ist doch wohl nicht... Wie können die denn idealerweise genau beide so gleich unter die Bank? Hä? Guck mal, wie ist das überhaupt möglich? Ich wollte ein Tor machen. Du musstest ja unbedingt den Ball wegkicken. Ja, Entschuldigung, da kann ich nicht. Das ist die Physik-Engine. Die sind beide unter... Guck doch mal, wie die unter den Bänken sind. Das Leben ist eine Simulation, Brinda. Eine Simulation. Wir sind alle gefangen in der Simulation, Brinda. Was war das denn? Oh, cool. Ja, ich würde den Ball gerne wiederholen. Was haben wir denn hier? Filburn Agricultural Braucomputer. Ich guck nur mal kurz rein. Der Kessel ist leer. Cool. Die Computer hier sind das Beste. Und das Publikum feiert! Uhu! Den Champion aus Aquila City! Ich glaube, die Kinder hier sind ein bisschen gestört. Du musstest ja unbedingt den Ball wegkicken. Kann ich den Ball nehmen und wieder fallen lassen? Oder ist das Diebstahl? Es ist natürlich Diebstahl. Bei beiden? Natürlich bei beiden. Also ich kann den Fußball nicht mal in die Hand nehmen und wieder zurückgeben. Es geht einfach nicht. Gibt auch sonst keinen anderen Fußball. Ich wollte ein Tor machen, Mann! Aber die... Ich meine... Ja, na gut. Ja, dann würde ich sagen... Und das Publikum feiert! Oh, ja, du bist der Beste, ja. Champion aus Aquila City. Du bist der Allerbeste. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder. Und ich weiß noch nicht genau, was wir machen. Wir müssen die Stadt noch ein bisschen weiter erkunden, fürchte ich. Aber ehrlich gesagt, ich mag sie nicht so. Ich mag sie nicht so sehr. Und wir müssen noch mal raus, ein bisschen rumgucken, ein bisschen scannen, aber wir müssen vor allem auch mal wieder ein paar Quests machen. Wir pimmeln hier die ganze Zeit so rum, aber es gibt halt so viel zu erforschen, ne? Und das mit den Bällen, das ist einfach schäbig. Was soll ich euch sagen? Es ist einfach schäbig. Das ist einfach, weiß ich nicht genau, was ich davon halten soll. Ja, na gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, ciao mit V, tschüss. Natürlich kommt sie wieder ins Bild, natürlich. Tschüss.